TouristInnen warten am Bahnhof von Machu Picchu darauf, dass es weitergeht. Die Zugverbindung zwischen der Ruinenstadt und der Stadt Cusco im Süden von Peru wurde wegen der schweren Proteste gegen die Absetzung des peruanischen Ex-Präsidenten Pedro Castillo bis auf Weiteres unterbrochen. Im Land gilt seit dem Beginn der Demonstrationen am Mittwoch für 30 Tage landesweit der Notstand. Wir können wegen der Proteste nicht zurück nach Cusco. Von dort wollen wir in ein anderes Land weiterreisen. Und ich bin mit Kindern unterwegs. Das ist alles sehr ärgerlich. Die Proteste, bei denen die Freilassung Castillos sowie vorgezogene Wahlen gefordert werden, halten weiter an. Dabei sind bereits 7 Menschen ums Leben gekommen.